Die alttestamentliche Lesung aus Hesekiel 47 beschreibt eine Vision des Propheten. In dieser Vision wird er von Gott, der ihm in der Gestalt eines Mannes begegnet, zum Tempel geführt. Der Mann, der mich führte, brachte mich zur Eingangstür des Tempelhauses, die an der Ostseite angebracht ist. Dort sah ich unter der Türschwelle einen Wasserlauf entspringen. Ein Stück weit floss er an der Eingangsseite des Tempels entlang nach Süden, dann bog er um und floss am Altar vor dem Tempel vorbei nach Osten. Der Mann brachte mich durch die beiden nördlichen Tore aus dem Tempelbezirk und dann im Bogen zum äußeren Osttor. Da sah ich, wie das Wasser auf der südlichen Seite des Tores hervorquoll. Mit seiner Messschnur ging der Mann ostwärts und maß eine Strecke von 1000 Ellen ab. Dann ließ er mich durch das Wasser waten, es reichte mir bis an die Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab, da reichte das Wasser mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 1000 Ellen ging es mir bis zu den Hüften. Als er noch einmal 1000 Ellen abgemessen hatte, verlor ich den Grund unter den Füßen. Das Wasser war zu einem Fluss geworden, den man nur noch schwimmend durchqueren konnte. Der Mann sagte zu mir, »Du Menschenkind, hast du das gesehen?« Dann half er mir aus dem Wasser und führte mich ans Ufer. Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses eine große Zahl von Bäumen stehen. Der Mann erklärte mir, »Der Fluss fließt immer weiter nach Osten, bis er in die Jordanebene kommt. Dann ergießt er sich in das Tote Meer und macht das Salzwasser süß. Der Fluss schenkt Leben. Wo er hinkommt, gedeihen die Tiere. Und das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Rings am Ufer des Meeres stehen Fischer. Von Engedi bis Englachim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Es gibt dort so viele Fische und Fischarten wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen am Meer bleibt das Wasser salzig, damit daraus Salz gewonnen werden kann. Die Bäume, die an beiden Ufern des Flusses stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte, jeder nach seiner Art. 12-mal im Jahr lassen sich frische Früchte von ihnen ernten, denn die Bäume wachsen an dem Wasser, das aus dem Heiligtum des Herrn kommt. Die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. Liebe Gemeinde, heute am Pfingstsonntag, am Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes, möchte ich Ihnen einen eher fremdartig anmutenden Text nahebringen. Hesekiel war ein Prophet. Seine Schriften sind aufgezeichnet im Alten Testament. Was einen Propheten auszeichnete, war die Tatsache, dass er in direktem Kontakt mit Gott stand. Das heißt, Gott sprach zu ihm. Und das tat er auf verschiedene Weise. Entweder hörte der betreffende Prophet wirklich Gottes Stimme, oder er sah Bilder und Visionen vor seinem inneren Auge oder in Träumen. Solche Visionen waren oft Symbole für ein Geschehen oder für Situationen, die dann eintrafen. Und so ist es auch mit unserem Text. Hesekiel hat eine Vision. Er wird von einem Mann zum Tempel gebracht. Unter der Türschwelle des Tempels befindet sich eine Quelle, die zu einem großen Fluss wird. Dieser Mann, der Hesekiel in seiner Vision begegnet, führt ihn direkt in den Fluss hinein, so weit hinein, dass er am Ende keinen Grund mehr unter den Füßen hat und schwimmen muss. Diese Vision, die Hesekiel vor mehr als 2500 Jahren gehabt hat, hat meines Erachtens auch für uns eine Bedeutung heute am Pfingstsonntag. Denn diese Vision ist ein wunderschönes Bild für das Geschehen, das uns an Pfingsten ergreifen will. Und um das erklären zu können, möchte ich nun mit Ihnen eine Fantasiereise machen. Ich möchte Sie bitten, mir gedanklich in dieses Bild zu folgen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie selbst wären die Person, die in diesen Fluss steigt. Vom Tempel in Jerusalem aus fließt Wasser. Aus diesem anfänglichen Rinnsal wird mehr und mehr ein Fluss. Vielleicht spüren Sie in Gedanken unter Ihren bloßen Füßen schon den weichen Sand des Flussbettes. Um Ihre Füße herum kribbelt das klare Wasser.
Beim ersten Hineingehen ist es noch kühl, doch man gewöhnt sich schnell daran und weil es ein heißer Tag ist, ist es angenehm erfrischend. Das Glucksen des Wassers wirkt erheiternd, es ist fast wie ein Lachen. Die Bewegung der Strömung ist wohltuend, wie eine sanfte Massage, sie verlockt geradezu, weiterzugehen. Nach einer Weile spürt man, wie das Wasser die Waden kühlt und umspielt. Es reicht schon bis zu den Knien. Vielleicht merken Sie, wie die kühle Temperatur an Ihnen hochsteigt. Es kostet einige Überwindung, weiterzugehen. Doch wenn die Fluten erst einmal die Hüfte erreicht haben, ist diese Scheu überwunden. Der Körper gewöhnt sich schnell an das kühle Nass. Bald können Sie kaum noch stehen und so stoßen Sie sich sanft von dem so vertraut gewordenen Grund ab und geben sich ganz den kühlen Fluten hin. Sie fühlen, wie die Strömung sich ihrer annimmt, wie sie umschließt und sie trägt. Die Bewegung des Wassers und sie selbst sind eins. Bislang waren sie fest mit dem Boden verhaftet und kamen nur langsam voran. Nun umgreift sie mit einem Male berauschende Freiheit. Das Wasser verschafft ihnen Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Das Vorankommen ist um so viel einfacher und beschwingter. Sie lassen sich eine Weile treiben, während ihnen die Sonne ins Gesicht blinzelt. Aber kommen wir zurück zu Hesekiel. Hesekiel wird von dem Mann in der Vision zurückgeführt, also folgen wir ihm auch am Ufer entlang. Das klare Wasser wimmelt von Fischen. Am Ufer stehen mächtige Bäume. Sie sind voll von saftigen Früchten. Überall, wo dieses Wasser hinkommt, entsteht Wachstum und Fülle. Der Text verheißt uns, dass die Bäume jeden Monat neue Früchte bringen werden. Ihre Blätter welken nicht und sie dienen als Arznei. Was hat das wohl alles zu bedeuten, liebe Gemeinde? Das sind fast paradiesische Bilder, die da vor uns entstehen. Bei meinen Überlegungen, was der Fluss nun konkret bedeutet, ergibt sich zuerst die Frage, woher er kommt. Der Fluss entsteht unter der Schwelle des Tempels. Alttestamentlich gesehen bezeichnet dies den Ort, wo Gott wohnt. Für mich persönlich wird dieses Bild in Jesus Christus etwas greifbarer und konkreter. Dort, wo Jesus wohnt, wohnt Gott. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Wen da dürstet, der kommt zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist ein Wasser, das in uns zu einer Quelle von Wasser wird, das sprudelt, um ewiges Leben zu spenden. Jesus selbst verheißt uns in diesem Symbol seinen Geist, das heißt seine Nähe. Für mich ist diese Vision Hesekiels folglich ein ausdrucksstarkes Bild für den Heiligen Geist, ein Urbild der Lebendigkeit. Es ist ein Symbol für Gottes Gegenwart, die er uns schenken will. Und genau das feiern wir heute mit dem Pfingstfest. Das Hineingehen in diesen Fluss ist ein Bild für das Erfülltwerden mit Gottes Geist oder auch anders ausgedrückt, ein Bild für das Wachstum einer tiefen Gottesbeziehung. Die Wirkungen dieses Geistes, dieser tiefen Beziehung, sind konkret gesagt Leben. Leben, wo vorher Tod war. Leben, wo vorher Wüste, Trockenheit und Dürre war. Dieses schrittweise Hineingehen in den Fluss ist ein Bild dafür, dass auch wir schrittweise in die Beziehung mit Gott gehen. Vertrauen braucht Zeit. Aber auch Wagnis. Wagnis, sich immer mehr auf neue Tiefe einzulassen. Sich selbst der Tiefe immer mehr zu öffnen, bis wir bereit sind, uns vom Boden abzustoßen und uns von Gott tragen und führen zu lassen. Mir ist in diesem gedanklichen Bad deutlich geworden, dass wenn dieser Strom der Nähe Gottes neu in unser Leben hineinkommt, unser Glaube etwas Leichtes bekommt. Der Fluss trägt uns. Das heißt, Gottes Gegenwart trägt uns. Glauben ist keine Schwerstarbeit mehr, sondern eine Herausführung aus Verkrampfung und Anstrengung, weil Gottes Geist uns trägt.
Dieser Strom Gottes verschafft mir nicht nur Leichtigkeit und neue Beweglichkeit in meinem Vorankommen, sondern mir wird deutlich, dass auch meine eigene Dürre neu bewässert werden kann, dass aus meiner Zerbrochenheit und Verzagtheit neues Wachstum entstehen kann. Gott bietet uns diese Nähe an. Er will uns seine Gegenwart schenken, sodass unser Vertrauen zu ihm wachsen kann. Er verheißt neue Kraft und Leichtigkeit, aus der wir jeden Tag neu leben können, durch seinen Geist. Dieser Geist will uns nahe sein, in unserem Gebet, in unserer Gemeinschaft, in der Zeit, in der wir uns Gott öffnen. Dann, wenn wir uns ganz seiner Strömung anvertrauen. Dann, wenn wir ihm sagen, ja, Gott, mein Leben gehört ganz und gar dir. Geh mit mir auf allen meinen Wegen. Diese Vision Hesekiels bietet uns die Gelegenheit, uns selber einmal ehrlich zu fragen, ob wir Gott überhaupt noch vertrauen. Habe ich den Mut, mich auf seine Strömung einzulassen? Ist meine Beziehung zu Gott eigentlich noch lebendig? Rede ich noch mit ihm? Kann ich überhaupt noch beten oder lebe ich nur noch schweigend vor mich hin und gehe meiner Routine nach, ohne Gott in mein Leben mit einzubeziehen? Oder gehe ich vielleicht sogar ganz an ihm vorbei? Vielleicht finde ich ja doch mal wieder eine ruhige Minute, einen kleinen Augenblick, der nur mir und Gott gehört. Vielleicht kann ich ihm endlich wieder einmal sagen, was mich bedrückt, ihm einfach abgeben, was mich quält. Oder vielleicht kann ich ihm einfach nur mal kurz Danke sagen. Danke für die Kleinigkeiten im Alltag, die mich erfreuen, und auch für die Großartigkeiten, mit denen ich beschenkt werde. Vertrauen, liebe Gemeinde, kann nur wachsen, wenn Partner miteinander kommunizieren. Wenn Offenheit da ist und Raum für alles, was uns bewegt, beängstigt und hinunterzieht, aber auch Raum für das, was uns erfreut. Diese Beziehung zwischen Gott und uns ist deshalb so besonders und einzigartig, weil es eine Beziehung ist, die uns trägt. Gott schenkt uns Raum für unsere Klagen, für unsere Ängste, für all das, was wir mitbringen. Bei ihm können wir Kraft schöpfen, jeden Tag neu. Dieser Lebensstrom enthält Tiefe, aber diese Tiefe macht mir keine Angst, denn sie wird schrittweise gewonnen. Im Vertrauen darauf, dass Gottes lebendiges Wasser uns trägt und unserem Glauben etwas Leichtes verleiht, will dieses Bild uns ermutigen, uns auf diesen Lebensstrom einzulassen. Möge der Geist Gottes uns ganz neu berühren und tragen. Und der Friede Gottes, welcher höher und größer ist als all unsere menschliche Vernunft, dieser Friede bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm und berühre uns. Begeistere uns mit deiner Wahrheit und Klarheit, mit deiner Freiheit, dass wir Vertrauen fassen, auf dich hoffen, mit dir rechnen, uns deiner Liebe öffnen, darum bitten wir dich. Viele von uns sind in Unruhe, viele von uns sind verunsichert. Die Kranken sehnen sich nach Heil, die Traurigen sehnen sich nach Trost. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, wir bitten dich für alle, die um sie trauern. Brich du mit uns zusammen auf, geh du mit uns hinaus ins Weite und heile uns. Geist Gottes, Geheimnis des Lebens, verwandle uns, belebe uns heute und alle Tage unseres Lebens. In deiner Kraft können wir miteinander das Leben teilen und uns gemeinsam auf den Weg machen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.